sagst du? Was? Die Karton? Ja, genau, Kartonproduktion. Oh, ich glaube, hier liegt auch noch eine halbe Palette Saatgut von mir. Ich glaube, die ist meine. Nee, das ist vom Bauhof. Aber die vielleicht. Willst du sie haben? Wart. Die Das ist Saatgut. meine. Nee, in meiner ist mehr drin. Höh. So, die Karton. Haben wir die denn? Ein 30. $3.355 sind Steuern. Ja, überweise ich dir gleich. Ach so, nee, geht ja an die Gemeinde, gell? Jo, kannst machen. 3.400, 500. Gut. Jo. Dann danke ich dir recht schön, ne? Jo. Gut. Bis dann. Jo. Tschüss. Ciao. Jo, Albert. Hör rein. Was sagt denn der Neumann? Geht es mit dem Drescher klar? Ich war noch gar nicht da. Ich hatte ein bisschen Probleme hier. So, ich dachte, du rufst ihn an und fragst. Ach so. Jo, probier das mal. Ich bin gerade da. Jo, gut. Ich werde mal gucken, dass ich unseren Adorante eintausche. Ich glaube, der nervt ein bisschen. Gut, bis dann erstmal. Jo, bis dann. Ich Tschüss. komme dann gleich runter mit der Karre, wenn er einen da hat. Jupp. Ciao. Hui. So, dann gucken wir mal in den Katalog. Ich brauche einen anderen Anhänger und zwar für. So. 5.700 haben wir. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen 5.700. weiterhelfen? Warum? Weil Sie hier so stehen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber der Herr Marlon hat mir gesagt, das ist jetzt ab sofort mein Reich hier. Ach so, ja, dann können Sie gleich was arbeiten. Vielleicht. Ja, das finde ich gut. Was kriege ich denn für den Adorante noch? Müssen wir gerade noch gucken. Ah ja. Wollen Sie es gerade vorfahren oder soll ich es Ihnen fahren? Fahren Sie, ich bin gerade im Katalog am Stöbern. Moment. Okay. Ja. Was hatte ich jetzt für 5.700? 8.000, 13.000. Oh, je, je. Alt ist er ja nicht. Nee, alt ist er nicht, aber ich habe das Gefühl, der spinnt ein bisschen. Kurz meinen Rechner holen. Das wird halt ein bisschen doof. Was in Frage kommen könnte. Ja, Ja, sagen Entschuldigung. Sie an. Knapp 7.900. Wollen Sie den vielleicht ankaufen? Ich weiß halt nicht, ob ich eine Verwendung dafür hätte. Nee, dann muss ich ihn doch noch ein bisschen behalten. Kein Thema. Okay. Gut, dann danke ich trotzdem erstmal. Ja, alles gut. Okay. Nee. Bis dann erstmal. Ja, Tschüss. tschüss. Dann muss ich ihn behalten. Also, der
Ups. Der eine Anhänger. Kann nur Jürgen sein. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Oh, doch nicht. Hi. Eine Rechnung. Eine Rechnung? Ich habe eine Rechnung für Sie, glaube ich. Echt? Ja. Ich war noch nicht zu Hause, die kamen bei mir noch nicht an. Ah, das war Düngen von deinem Feld. Ja, war irgendwas mit 9000 oder so? 9.360 Euro. Habe ich das noch nicht überwiesen? Nee. Kann noch mal nachfragen, aber... Oder ja, überweise ich es gleich zurück. Wie viel war das? 9.360. Okay. Kannst du mir da ein bisschen Aufschub gewähren? An Geld? An Zeit. Achso, ja. Kann ich mal. Ich guck, dass ich Geld verdiene. Ich habe jetzt das Karton Produktion gekauft. Ich werde mal gucken, dass ich da schnell was anfange. Im Verkauf. Ja, dann. Ich glaube, der Harry müsste eigentlich bald Kartons brauchen. Jo. Gut. Ich beeile mich, dass ich Geld verdiene. Ja, dich kenne ich schon ein bisschen. Ja, danke. Das passt. Richtig, ja. Gut. Also, du, hat sich der Albert bei dir gemeldet? Nee, ich sollte bei ihm anrufen. Achso. Der will fragen wegen, ob wir uns deinen Drescher ausleihen können. Den Ideal? Ja, wenn du keinen anderen hast. Nee, das war die kleinste Ausführung. Achso. Ja, für unser Feld halt. Wir müssten ernten. Ja, kann er abholen. Jo, sagst du ihm oder soll ich ihm? Kann ich ruhig machen. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist ja toll. Dass das so schnell klappt. Okay, aber wenn wir geerntet haben, ich weiß gar nicht, was drauf ist, ich glaube Sojabohnen, dann ist die ganze Sache ja easy, dann kriegen wir wieder noch einiges an Geld rein. Dann sollte das alles auch kein Problem sein, den Neumann zu bezahlen und uns vielleicht auch einen anderen Anhänger zu holen. Also, uns definitiv einen anderen Anhänger zu holen. Das müsste dann alles drin sein. Oder wir gucken, ob wir mit dem Erntegewinn noch ein Feld kriegen können. Mit dem Erntegewinn plus Kredit wären 100.000 plus irgendwas. Je nachdem, wie viel da drauf ist oder was da drauf ist, dann könnte man vielleicht an die 200.000 Euro verdienen. Ne, 100.000 Euro verdienen. Dann hätten wir 200.000, damit könnte man vielleicht ein Feld kriegen. Müssen wir mal gucken. Hey, warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Ja nie so schnell fährt. Ja, der fährt nur 40. Naja, kann ich schon nicht im Blitzer fahren, ne? Aber ist trotzdem sehr komisch. Weiß nicht, was da los ist.
Oh Mist. Da haben wir Unkraut auf dem Feld. Der ist nicht ganz so gut. Kriegt man nicht so eine hohe Qualität bezahlt. Naja, aber wir können nichts daran ändern jetzt. Muss halt so sein. Was ist denn unser Joskin-Anhänger? Ich den oben im Wald noch stehen? Soll ich mal vorbeigucken? Kann sein, dass ich den da noch stehen habe, weil da habe ich das letzte Mal Hackschnitzel hingebracht, glaube ich. Und das wäre gar nicht mal so übel, weil dann kann ich gleich... Vielleicht kriege ich vorne zwei Paletten drauf. Auf den Frontlader und Hackschnitzel auf den Anhänger, dann kann ich gleich mal zur Kartonproduktion fahren und die anschmeißen. Das wäre ideal. Was ich mir auch überlegen sollte, oder was wir uns überlegen sollten, ist... Ja, ich nehme, wir müssten schon noch ein Feld kaufen. So, wo ist jetzt der Joskin? Wenn, dann habe ich den, glaube ich, schon hinten stehen. Oh, da steht ja schon eine Palette rum. Durch, dann steht er nicht im Weg. So. Na. Ja. Warum geht denn das immer nicht? Ja nicht. Vorhin bei der Feuerwehr hat es auch nicht geklappt. Jetzt. Probleme über Probleme, ey. Das Kind steht hinten, das ist perfekt, dann kann ich da gleich hinterfahren. Oh, hier fehlen auch Hackschnitzel. Das Beste am Frontlader ist die Schnellaufnahme hier. Warte mal, ich gehe mal gerade gucken. Da sind 4000 noch. Aber ich glaube, es hat aufgehört, weil wir keine Hackschnitzel mehr hatten. Ja, es sind noch 136.000 Holz drin.
Aua. Da können wir noch einige Bretterpaletten produzieren. Und dann eigentlich auch Leerpaletten. Vielleicht wäre irgendwann mal ein Radlader oder sowas ganz gut. Sind hier keine Hackschnitzel? Habe ich die alle zum LU gebracht? Nee. Kann eigentlich gar nicht sein. Wir haben keine Hackschnitzel. Mist. Ah, ich dachte, ich hätte Hackschnitzel hier und die Produktion könnte anlaufen. Jetzt hoffe ich mal, dass bei der Palettenproduktion lagen noch ein paar. Das weiß ich. Aber viel wird es auch nicht sein. Ich hoffe mal, das reicht, um das Sägewerk dann wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, 5700, das ist gut. Aber für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.